Und dann gehen wir gleich weiter zur nächsten Frage. Das war die Frage mit Notgroschen, glaube ich, gell? Genau, das war die dritte Frage, also und auch unsere letzte heute. Wie hoch muss mein Notgroschen sein? Auch hier sind wir wieder bei einer Frage, die leider Gottes nicht so pauschal beantwortet werden kann. Also wo es wiederum nicht nur schwarz oder weiß gibt, sondern das kommt immer auf Ihren persönlichen Lebensstil drauf an. Also ich persönlich möchte es hier an dieser Stelle nicht mit einem Pauschalbetrag beantworten. Also ich möchte diese Frage jetzt nicht beantworten mit 20.000, 50.000 oder 100.000 Euro, sondern ich persönlich würde diese Frage beantworten mit angepasst an Ihren Lebensstil. Also und an Ihr persönliches Einkommen. Früher haben wir in der Bank unseren Kunden immer empfohlen, sie sollten mindestens das dreifache Monatsnettoeinkommen auf der Seite haben. Das heißt, wenn Sie monatlich 2.500 Euro verdient haben, dann hätten Sie als Notgroschen 7.500 Euro auf die Seite legen sollen. Vielleicht einmal zuerst, was verstehe ich überhaupt unter Notgroschen? Und warum denke ich etwas anders als die Empfehlungen seitens der Bank von früher? Ja, unter dem Notgroschen verstehe ich Geld, auf welches ich jederzeit zugreifen kann, ohne dafür eventuelle Verluste in Kauf zu nehmen, beziehungsweise ja, Verkaufsspesen oder ähnliches auszulösen. Also unter dem Notgroschen verstehe ich wirklich ja, das Tagesgeldkonto oder auch das Online-Sparbuch oder auch noch das klassische Sparbuch in gedruckter Form oder auch Geld, welches Sie auf Ihrem Konto liegen haben. Also wirklich Geld, auf das Sie jederzeit zugreifen können, wo es keine Bindung gibt und wo Sie, ja, sagen wir mal, keinen Bankberater dazu brauchen. Also eine Anleihe beispielsweise oder einen Fonds bezeichne ich nicht als Notgroschen, sondern hier geht es wirklich darum, wo kann ich zugreifen auf dieses Geld, ohne dass ich einen anderen Menschen dazu brauche. Und dann gehen wir vielleicht nochmal zurück auf das Thema dreimonatlich oder dreifache Monatseinkommen. Ich persönlich bevorzuge die Definition vom Notgroschen, beziehungsweise so handhabe ich es für mich. Ich möchte 6 Monate lang leben können, so wie ich bisher lebe, wenn auch wenn mir irgendwann einmal mein Einkommen wegbricht. Das heißt, wenn ich beispielsweise 2.500 Euro Kosten habe pro Monat, wo ich wirklich alles reingerechnet habe, also von Urlaub fahren pro Jahr, von ja, Vereinsmitgliedschaften, von Lebensmitteln und so weiter, von Benzin, Fixkosten wie Strom und so weiter. Und dann hier auf einen Betrag von monatlich 2.500 Euro komme, dann multipliziere ich diesen mit 6 und das wäre dann jener Notgroschen, welchen ich für mich definiert habe, also hätte, wenn ich jetzt 2.500 Euro Ausgaben hätte. Das heißt, ich würde hier sogar noch mal ein bisschen etwas konservativer denken, wie es die Empfehlung von der Bank ist. Aber ganz einfach aus einem Grund heraus. Es können ja auch mal größere, ja, Anschaffungen kommen oder Ausgaben kommen, wo ich auf meinen Notgroschen zurückgreifen muss. Denken Sie beispielsweise daran, Sie haben einen Motorschaden. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem alten Auto mittelt in München in einer dreispurigen Straße stehen geblieben bin und einen Motorschaden gehabt habe und die Reparatur hierfür dann irgendwo bei 5.000 bis 6.000 Euro gelegen hat. Und das Auto blöderweise noch mehr wert war und aus diesem Grund hat man diese Reparatur dann auch machen müssen oder habe diese dann auch gemacht. Aber dann, wenn Sie dann nur 7.500 Euro Notgroschen haben, und Sie müssen 5.000 Euro für die Autoreparatur ausgeben, dann ist vom Notgroschen nicht mehr viel über. Und dann darf nichts mehr dazukommen. Und vielleicht geht es Ihnen auch so, wie vielen anderen Menschen und teilweise auch mir, häufig kommen solche Dinge nicht alleine,
sondern es kommen häufig mehrere Dinge gleichzeitig zusammen. Und dann sind eben diese 7.500 Euro beispielsweise vom vorhergehenden Beispiel schon relativ schnell aufgebraucht. Und aus diesem Grund sage ich, 6 Monate lang sollten alle Ausgaben gedeckt sein, auch wenn im allerschlimmsten Fall kein Einkommen mehr reinkommen würde. Und gerade speziell, ja, die Corona-Zeiten haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, einen Notgroschen zu haben. Wir brauchen uns nur heutzutage überlegen, wie viele Menschen in Kurzarbeit sind, wie viele Menschen bereits ihren Job verloren haben, beziehungsweise wie viele Menschen ihren Job auch noch verlieren werden. Weil aus meiner persönlichen Sicht haben wir das Ende von Corona noch nicht erreicht, beziehungsweise werden wir zahlreiche wirtschaftliche Folgen erst in Zukunft sehen, wenn einmal diese ganzen Kreditstundungen tragend werden oder auch die Sozialversicherungszahlungen seitens von Unternehmern wieder tragend werden, dann ja, kann es durchaus noch passieren, dass hier noch der eine oder andere Arbeitslose oder hinzukommt oder die Kurzarbeit weiter verlängert wird und so weiter. Und aus diesem Grund, bitte Notgroschen, schätzt, Sie müssen für sich selbst abschätzen, wie hoch dieser sein sollte. Aber wie gesagt, ich, so das Sechsfache der monatlichen Ausgaben, ich glaube wirklich ein sehr guter Richtwert. Ja, ich glaube, so viel zur Beantwortung dieser Frage oder zur letzten Frage. Das war, glaube ich, eh die letzte. Ist im Chat noch eine Frage dazu aufgetaucht, Philipp? Nein, im Chat ist keine passende Frage dazu aufgedacht. Okay. Somit war das die letzte Frage. Mich würde vielleicht wieder interessieren, ob Sie eben einen Notgroschen beiseite haben und ob Sie eben der Bankempfehlung zustimmen oder wie Ihr Empfinden dort selbst ist. Also sagen Sie eben gleich wie der Daniel, schon eher ein bisschen mehr, so 6 Monate, Monatsausgaben wären gut, auf der Seite zu haben, oder gehen Sie sogar noch weiter und sagen, ja, sind es schon 9 Monate oder 8 Monate? Kommt darauf an. Genau, das können Sie uns auch gerne wieder in den Kommentaren wissen lassen und auch generelle Fragen zu dem Thema Notgroschen, wie viel sollte ich sparen und so weiter. Genau, und das Thema Notgroschen, damit beschäftigen wir uns natürlich auch in unserem Online-Lehrgang wiederum, finanzielle Bildung durch Wissen zu besseren Konditionen und finanziellen Wohlbefinden. Und dort beschäftigen wir uns unter anderem auch damit, welche Möglichkeiten Sie haben, um diesen Notgroschen anzusparen und wo Sie diesen Notgroschen am besten parken und wo Sie dann vielleicht trotzdem noch, auch wenn wir jetzt derzeit in einem sehr niedrigen Zinsniveau sind, zumindest ein paar Cent bzw. ein paar Eurolein an Zinsen bekommen.